Wenn man sich mit REST-APIs auseinandersetzt, dann ist es nicht verkehrt, wenn man so ein paar Basiswerkzeuge zum Thema HTTP beherrscht. Und das kommt jetzt. Schauen wir uns doch als erstes mal an, wie eine URL überhaupt aufgebaut ist. Nochmal als kleine Wiederholung. Wir haben zunächst das Schema. Dann haben wir den Host. Möglicherweise haben wir auch die Angabe eines Ports. Und dann kommt erst der Teil, der wirklich das REST-API ausmacht. Wir haben also eine Ressource oder auch mehrere Ressourcen und wir haben IDs. Aber dafür werden wir im weiteren Verlauf dieser Videoserie noch sehr viel genauer eingehen. Deswegen tue ich das jetzt im Moment nicht. Schauen wir uns noch einen weiteren Bestandteil einer URL an und das ist der sogenannte Query String. Der kann hinter der eigentlichen URL stehen, eingeleitet durch ein Fragezeichen und besteht aus einer Serie von Key-Value-Pairs, die durch so ein kaufmännisches Und getrennt sind. Und dazwischen steht dann immer ein Gleichheitszeichen. Und man kann so einen Query-String genau für den Zweck benutzen, den der Name nahelegt. Der kann nämlich eine Query ausdrücken. Wie jetzt in diesem Fall würde ich alle Produkte erwarten, die in dem Price-Range von 100 bis 300 liegen. Wer an der Stelle noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte, dem möchte ich zwei Quellen ans Herz legen. Das eine ist das Self-HTML-Wiki. Self-HTML ist im deutschen Sprachraum absolut unerreicht als eine Wissensquelle zum Thema HTTP und HTML. Und daneben gibt es dann als Wissensquelle auch noch das Original, nämlich die gute alte RFC 2616, also die Spezifikation von HTTP 1.1. Wenn Sie mal genauer schauen, mit Tim Berners-Lee als Co-Autor. Und wir werden später in einem Video nochmal schauen, dass man hier in der RFC tatsächlich gute Informationen findet, die man vielleicht woanders nicht so leicht findet. Und ja, warum nicht dann direkt im Original nachschauen? Es ist durchaus gut lesbar und kompakt gehalten. Schauen wir uns nochmal zwei weitere Begriffe an, die man im Umgang mit REST-APIs immer wieder braucht. Das eine ist der Header. Den gibt es sowohl beim Request wie auch beim Response. Man muss sich nochmal vor Augen halten, dass HTTP so eine Art Handshake-Protokoll ist. Der Client, also zum Beispiel ein Browser, sendet eine Anfrage an einen Server, also zum Beispiel an unser REST-API. Und das tut er, indem er einen Request losschickt. Der Request hat einen Header. Als wichtigstes Element steht in dem Request, wie man hier in der ersten Zeile sieht, das HTTP-Verb zusammen mit der URI, die man ansteuert und dem Host, auf dem man entsprechend das API aufrufen möchte. Und dann gibt es noch eine Anzahl von weiteren Elementen dieses Headers, die immer die Form von solchen Keywords haben, denen dann ein Text folgt. Werde ich jetzt nicht im Detail darauf einsteigen. Man kann über diesen Header zum Beispiel die Authentifizierung und die Autorisierung des Requests vornehmen. Aber zum Beispiel auch Wünsche äußern seitens des Clients, in welcher Form man zum Beispiel das Ergebnis zurückhaben möchte. Das alles ist im Detail in dem HTTP-Standard geregelt und wenn Sie da mal eine Frage haben, dann schauen Sie in den beiden eben genannten Quellen nach, da finden Sie eine Antwort. Neben dem Request-Header wird auch noch in manchen Fällen der Request-Body mitgeschickt. Das heißt also, man gibt sozusagen der Anfrage eine Art von Payload mit. Und wie man hier sieht, habe ich einen Patch-Request geschickt. Das heißt, wie wir dann später in späteren Videos noch sehen werden, ich habe eine bestimmte Ressource im Blick und ich möchte diese Ressource patchen. Das heißt, ich möchte einen Attributwert von dieser Ressource verändern. Und in so einem Fall schicke ich den Attributwert im Request-Body mit. Das ist also sozusagen meine Payload. Üblicherweise hat der Request-Body eine strukturierte Form. Heute ist es relativ üblich, dass man das in JSON-Format übergibt. Man kann natürlich auch XML oder eine andere Art strukturierter Form verwenden. Das muss dann eben nur so sein, dass der Server das auch versteht, was man dem Server schickt. Der Server schickt dann eine Antwort zurück an den Client. Und auch diese Antwort hat einen Header, das ist dann eben der Response-Header. Und da ist die wichtigste Zeile, die erste hier, die fettgedruckte, hervorgehobene. Da ist dann nämlich der Return-Code drin.
In diesem Fall ist es der Return Code 200. Das steht für okay. Das heißt, die Anfrage hat geklappt. Und dann gibt es noch eine Anzahl von anderen Angaben, wie zum Beispiel, wann diese Antwort generiert worden ist und in welchem Format sie zurückgeschickt wird. Und daneben gibt es dann eben auch sehr wichtig, auch hier eine Payload, nämlich den Response Body. Das ist ja üblicherweise das, warum ich dieses API überhaupt anfrage. Ich möchte ja Daten von dem API haben und diese Daten kommen dann eben im Response Body zurück. Und auch hier verwendet man üblicherweise eine strukturierte Formatierung, wie zum Beispiel JSON. Das hier, was ich hier sehe, wäre jetzt die Antwort auf den eben gesehenen Patch Request. Und als Antwort bekomme ich das gesamte Objekt zurück und man sieht hier, dass der Name, also das Attribut, was ich patchen wollte, entsprechend meiner Vorgabe verändert worden ist. Das war jetzt sozusagen der Wissensteil dieses Videos. Jetzt kommt nochmal in gewisser Weise der Tool-Teil. Das erste Tool, was ich Ihnen zeigen möchte, ist ein Public API, mit dem man einfach mal rumspielen kann, wenn man überhaupt mal so ein Gefühl dafür entwickeln will, wie REST denn funktioniert. Und das ist die Seite gorest.co.in. Da müssen Sie sich einloggen. Das können Sie zum Beispiel mit einem Google-Account machen. Und dann, wenn Sie das gemacht haben, dann bekommen Sie einen API-Key. Und diesen API-Key, den können Sie benutzen, um mit diesem API rumzuspielen. Da sind einfach ein Haufen von Dummy-Daten drin. Das kann man direkt über diese Webseite machen, indem ich in diese REST-Konsole gehe und da irgendetwas aufrufe. Man will dann hier sein eigenes Token eintragen. Ich möchte das aber mit einem anderen Tool machen, was Sie auch in der REST-Entwicklung super gut verwenden können. Und das ist Postman. Postman verlangt leider auch eine Registrierung. Sie müssen sich anmelden auf der Webseite. Alle Links aus diesem Video finden Sie im Skript. Und Sie müssen sich dann, wenn Sie Postman verwenden wollen, registrieren für einen sogenannten Free Plan. Das heißt, Sie gehen da einen Vertrag ein, zahlen aber kein Geld, haben nur eine eingeschränkte Funktionalität, die reicht aber vollständig aus. Und mit Postman können Sie wunderbar einfach Ihr eigenes REST API ausprobieren, testen, in gewisser Weise auch debuggen. Also das lohnt sich schon, diese Bindung einzugehen, dieses sich registrieren bei dem Tool. Das ist auch ein relativ verbreitetes Tool. Also ich kenne eigentlich keine REST-Entwicklung, die nicht so ein Tool wie Postman einsetzt. Es gibt natürlich auch Alternativen, wie immer, aber Postman ist einfach sehr schön. Und ich werde Ihnen dieses Tool hier mal vorstellen, indem ich eine kleine Sequenz von Anfragen an dieses eben genannte GoREST Public API stelle. Wie kann man das machen? Ich würde als erstes jetzt mal hier eine Collection anlegen, das habe ich schon gemacht, die GoREST Collection. Und in dieser GoREST Collection kann ich den API Key, den ich verwendet habe, ablegen. Den sehen Sie hier. Sie kriegen den generiert, wie eben genannt, und der fängt mit Bearer an, aus Gründen, die ich nicht einschätzen kann. Und das würden Sie am besten hier oben in der Collection eingeben und dann bei allen Anfragen sagen, Sie erben dann mit der Autorisierung von der Collection. Das ist etwas, was Sie natürlich nicht brauchen, wenn Sie mit Ihrem eigenen API arbeiten, weil wir ja in dem Praktikumsbeispiel keine Authentifizierung und Autorisierung vornehmen. Wenn Sie aber dieses Public API benutzen, die schützen sich davor, dass man einfach nur frei, ohne sich zu registrieren, da unterwegs ist, indem Sie halt den Login verlangen und dann einen API-Key. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wie benutzt man Postman? Hier oben geben Sie das HTTP-Verb ein, also wir machen hier mal ein GET und hier gibt man ein, welches API man sehen möchte. Das ist hier quasi die Ressource Users und wenn ich das mal abschicke, dann führt er das aus und schickt mir dann zurück, welche Users in diesem Public API drin sind. Also ich mache sozusagen ein GET ALL auf die Ressource Users. Und wie man jetzt gesehen hat, formatiert Postman
eine strukturierte Datenmenge automatisch in so einer Art Pretty Print. Das heißt also, wenn man so einen JSON zurückbekommen hat, dann bereitet er einem die Darstellung hier schon mal ganz hübsch auf. Und ich sehe jetzt hier eine lange Liste von User Records von mutmaßlich generierten Nutzerdaten. Und ich kann jetzt mal hingehen und sagen, ich picke mir mal zufällig einfach einen dieser Namen raus. Nehmen wir mal den, den wir hier gerade sehen, nämlich den Shuba Batatiri. Der hat die ID 16. Wenn ich also jetzt hier eine 16 hinter Users schreibe als ID, dann würde ich aus dem getAll ein getOne machen. Ich hole mir also nur einen einzigen Datensatz zurück, nämlich den mit der ID 16. So, man sieht jetzt hier, das hat geklappt. Ich habe als Code, also als Return Code, habe ich die 200. Ich habe als Status 200, okay, das heißt, die Anfrage hat funktioniert. Und ich habe jetzt hier nur einen Datensatz zurückbekommen, nämlich Shuba Batatiri. Jetzt könnte ich mal sagen, ich würde ganz gerne diesen Namen mal ändern und meinen eigenen einsetzen. Ich habe das schon mal vorbereitet. Muss nur eine andere ID verwenden, nämlich die 16. Verwende hier das Verb Patch, weil ich nicht den kompletten Datensatz ersetze, sondern nur das Attribut Name und habe meinen eigenen Namen hier eingegeben. Jetzt müsste er mir ebenfalls den Return Code zurückgeben, der signalisiert, dass alles in Ordnung ist und mir zeigen, dass entsprechend das Objekt jetzt ein anderes Namensattribut hat und ich sehe, dass der Name jetzt auf mich geändert ist. Und wenn ich noch einmal den getOne aufrufe mit der ID 16, dann müsste ich jetzt auch diesen Datensatz nochmal zurückkriegen, nur dass der Name eben mein eigener ist. Und wie man sieht, hat das auch funktioniert. Ich kann aber auch eigene Datensätze hinzufügen. Das ist der Charme bei diesem gorest.co.in. Ich kann jetzt zum Beispiel mal sagen, ich würde mal gerne den Sheldon Cooper hinzufügen, der bei Caltech arbeitet. Wenn ich einen Datensatz hinzufüge, mache ich das in der Regel mit einem Post. Ich habe den Datensatz in den Request Body geschrieben als JSON-String. Ich habe das HTTP-Verb Post ausgewählt. Jetzt würde ich erwarten, dass mir das gelingt und dass ich jetzt eine neue ID vom System zugewiesen kriege. Und wie man sieht, auch das hat funktioniert. Und ich sehe hier die ID, das ist die 2531. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich den Sheldon Cooper auch wieder abrufen kann, wenn ich diese ID angebe. Also ich mache ein GET auf Users mit der ID 2531. Und wie man sieht, bekomme ich den Sheldon Cooper zurück. Das ist jetzt keine besondere Überraschung. Ich habe aber noch eine zweite Möglichkeit, wie ich diese Query formulieren kann. Ich kann das über Query-Parameter machen. Und habe das hier auch schon mal vorbereitet. Ich kann hier einfach sagen, Users, Fragezeichen, Name gleich Sheldon Cooper. Und das unterstützt natürlich nicht jedes API. Das muss man explizit implementieren, wenn man das haben will. Unseres macht das. Und wie man gleich sehen wird, gibt es den Sheldon Cooper und es gibt ihn tatsächlich auch nur einmal. Jedenfalls, als ich das Beispiel vorbereitet habe, hat es ihn nur einmal gegeben. So, und jetzt können wir unseren Sheldon auch mal wieder löschen. Das würde ich machen, indem ich ein Delete verwende und dann mit dem Delete zusammen die entsprechende ID, also 2531, das sende ich. Und jetzt sieht man, dass es auch wieder geklappt hat. Er schickt jetzt keinen nennenswerten Content zurück, weil es gibt ja keine Ressource mehr, die er zurückschicken könnte. Die ist ja gerade gelöscht worden. Wenn ich den Sheldon jetzt nochmal abfrage über den Getter, dann müsste er mir sagen, die Ressource gibt es nicht mehr. Und wie man sieht, es ist auch so, ich kriege hier so ein 404 zurück und die Message Resource not found. An der Stelle sieht man auch, dass dieses API hier eine etwas seltsame Implementierung hat. Der gibt nämlich immer ein 200 OK zurück und gibt den eigentlichen Return Code im Body zurück. Das macht man eigentlich nicht so, sondern ich hätte jetzt erwartet, dass der Statuscode tatsächlich 404 ist. Also wenn Sie das implementieren, dann sorgen Sie dafür, dass Sie dann den entsprechenden Return Code zurückgeben, der zu der Situation passt, die bei Ihrer
Query aufgetreten ist. Dazu wird es nochmal ein eigenes Video geben. Damit haben Sie ein wichtiges Tool für das Arbeiten mit REST APIs kennengelernt, nämlich Postman, und so ein paar wichtige Begriffe, die man kennen sollte, wenn man REST APIs implementiert. Und in den nachfolgenden Videos werde ich dann ein bisschen tiefer einsteigen, wie REST APIs aufgebaut sind.